ich jetzt den Übergang zum nächsten Redner. Er hat ein Thema, was nicht ganz zur Fragestellung passt, aber er hat immer eine weite Anfahrt und hat normalerweise immer noch knapp 60 Minuten, kommt extra aus Buxtehude. Kann es spät hier sein, kann heute länger hier sein. Deshalb, dein Name habe ich mir vergessen. Bitte? Und deshalb hat Oliver ein bisschen was vorbereitet, was nicht ganz zum Thema passt und was wichtig ist. Hallo, also mein Name ist Oliver, ich komme aus Buxtehude und ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema, was es sonst noch so gibt. Und da habe ich was Interessantes gefunden, und zwar die Georgia Guidestones. Ich habe mal so ein Bild hier, das sieht so aus. Okay. Also die Georgia Guidestones, das sind Orientierungstafeln, die stehen tatsächlich in Georgia in den USA, und die bilden ein riesiges Monument aus Granitstein, das in Abbott County in US-Bundesstaat Georgia sich befindet. Und aufgrund seines Aussehens wird es manchmal als das amerikanische Stonehenge bezeichnet. Gut, es ist jetzt nicht so alt, ne? Es sind 6 Platten, ein Sockel, ein Deckstein sowie 4 sternförmig gruppierte Platten. Jede Steinplatte ist knapp 6 Meter hoch, also so fast so groß wie das Gebäude dort. Dieses Monument wurde 1978 von einem Pseudonym namens R.C. Christian in Auftrag gegeben. Hierbei könnten die sich auf Christian Rosenkreuz, Kreuz mit C, bezogen haben. Es ist der Legende nach der Gründer des Ortes der Rosenkreuzler, der Templer, Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Grundsteinlegung der Georgia Guidestones war am 22.03.1980. Die amerikanische Schreibweise des Datums ist ja 322. Und das ist genau die Zahl, die auf dem Skull and Bones Zeichen zu sehen ist. Zufall? Da, wo der Bush mit Clubmitglied ist. Ne? Übrigens sind die Finanziers und Grundstückskäufer unbekannt. Auf den Tafeln stehen 10 Richtlinien, Guidelines sozusagen, in Englisch, Russisch, Hebräisch, Arabisch, Hindu, also Indisch, Chinesisch, Spanisch und Swahili. Außerdem in Kurzform in den 4 altertümlichen Weltsprachen, nämlich Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und ägyptischen Hieroglyphen. Das Monument ist so aufgebaut, ausgerichtet, dass verschiedene astrologische und kalendarische Ereignisse dargestellt und berechnet werden können. Auch von einer Zeitkapsel ist die Rede, allerdings noch ohne Datum. Außerdem liegt dieses Monument auf der Ley Line, das ist so eine Kraftlinie, mit den erstgegründeten Staaten, US-Städten New York, Washington, Philadelphia und Boston. Nun zu den dort eingemeißelten 10 neuen Geboten, also den Richtlinien und den meiner Meinung nach passenden Deutungen, wie ich sie so oder so ähnlich im Netz gefunden habe. Erste Richtlinie, das ist die wichtigste. Reduktion der menschlichen Bevölkerung auf unter 500 Millionen Menschen in immerwährender Ausgeglichenheit mit der Natur. Die Interpretation dessen ist für mich und für viele andere Vernichtung von 93% der Weltbevölkerung oder allumfassende Sterilisation. Zweitens, die Leitlinie für die Vermehrung, Reproduktion lautet Verbesserung von Fitness und Verschiedenheit. Interpretation, Klonexperimente mit Menschen, nur noch Fortpflanzung unter Kontrolle. Wer nicht ins Schema passt, wird eliminiert. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Labortüren schon alles ausgetüftelt wurde und nur darauf wartet, ausprobiert zu werden. Drittens, Vereinigung der menschlichen Spezies mittels einer lebenden, universellen Sprache. Interpretation, Gleichschaltung aller Menschen durch Mind Control, Gedankenkontrolle. Die universelle Sprache und Zerstörung der Individualität. Auch eingepflanzte Mikrochips brauchen keinen Übersetzer. Viertens, Beherrschung von Leidenschaft, Glauben, Tradition und allen anderen Dingen mit abgeklärter Vernunft. Wie bitte beherrscht man Glauben? Was meinen die mit abgeklärter Vernunft? Vor 75 Jahren gab es in Deutschland viele Anhänger dieser abgeklärten Vernunft. Ist das damit gemeint? Schutz der Menschen, fünftens, Schutz der Menschen und Nationen durch faire Gesetze und gerechte Gerichte. Interpretation, Gerechtigkeit ist immer eine Frage des Standpunktes bzw. des Erlassers der Gesetze. Sechstens, lasst alle Nationen sich selbst regieren, aber externe internationale Streitfälle von der Weltregierung vor dem Weltgericht lösen. Ich frage mich, wer denn die Nation im Inneren tatsächlich regiert? Bei externen Problemen regelt das dann schon mal die NWO, also die New World Order, und entscheidet über Leben und Sterben. Schon jetzt wird Völkermord geduldet, auf der ganzen Welt. Das zum Thema Frieden. Siebtens, Vermeidung von belanglosen Gesetzen und nutzlosen Verwaltungen. Interpretation, Aufhebung der Menschenrechte und Rechte des Einzelnen, Degradierung der Menschen zu rechtlosen Sklaven. Achtens, Ausgewogenheit zwischen persönlichen Rechten und gesellschaftlichen Pflichten. Wer legt denn diese Kriterien fest?
Oder ist es etwa so zu sehen, dass man die Fürsorge eines liebenden Vaters erwartet, aber in Wirklichkeit im kalten Kalkül eines Massentierhalters um seine Putenfarm ausgesetzt ist? 9. Wertschätzung von Wahrheit, Schönheit und Liebe. Suche nach der Harmonie mit dem Unendlichen. Dazu ist mir nichts eingefallen, das steht da so drauf. 10. Seid kein Krebsgeschwür für diese Erde. Das steht da. Lasst der Natur Raum. Das zweimal geschrieben. Lasst der Natur Raum. Im Spirituellen oder in diesen Zaubersachen da ist eine doppelte Sache immer umgekehrt gemeint. Also Interpretation, die Menschen werden von den Erbauern dieses dunklen Energiezentrums als Krebsgeschwür bezeichnet, dessen Lebensraum eingeschränkt werden muss. So, das zu diesen 10 Richtlinien. Der unbedarfte Leser könnte viele der Richtlinien rasch als insgesamt doch recht positiv deuten. Doch mit Richtlinie 1, also der Reduzierung der Bevölkerung auf 500 Millionen, wird der Charakter der Direktive sofort klar. Man führt Böses im Schilde. Sie werden somit alles versuchen, um die Weltbevölkerung um 93% gleich 6,5 Milliarden Menschen zu verkleinern. Das muss nicht zwangsläufig durch Mord geschehen. Das kann zumindest mittelfristig auch durch Unfruchtbarkeit oder Sterilisation erreicht werden. 60 bis 70 Jahre reichen, um das zu schaffen. Hierbei helfen Vergiftung der Atmosphäre, also Chemtrails und das herkömmliche industrielle Verblasen von Schadstoffen, wie zum Beispiel der Smog in China, Verseuchung des Grundwassers, zum Beispiel durch Fracking, bei dem giftigste Chemikalien in tiefe Grundwasserschichten eingebracht werden und keiner kennt die Zusammensetzung, Vergiftung der Menschen durch Einsatz von Aspartam, Fluoriden in der Zahnpasta vor allen Dingen, Jod, Bisphenol A in den ach so bequemen PET-Flaschen, Panikimpfungen, so Vogelgrippe und so ein Quatsch, Festlegung falscher Grenzwerte, vorsätzliches Verschweigen von wechselwirksamen Vergiftungen, sogenannten Cross-Contaminations, das ist echte Lobbyarbeit unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Zu schlechter Letzt noch Freigabe genetisch veränderter Pflanzen, die sich einmal ausgebracht, unaufhaltsam verbreiten und die natürlichen Originale für immer verdrängen. Neben diesen chemisch-physikalischen Mitteln gibt es auf der psychischen Ebene noch die allseits bekannten Methoden wie Ausbeutung durch Billiglohn, das Hartz-IV-Gespenst, Arbeitsdruck, Angst vor Veredelung, Elendung, Angst vor Altersarmut und so weiter. Ich habe mich auch schon oft gefragt, warum die so viele Daten sammeln. Nun, wer weiß, dass er kontrolliert wird, verhält sich anders, nennen wir es mal linientreuer, als jemand, der nicht wissentlich kontrolliert wird. Ein einfaches Beispiel, wer würde absichtlich mit 65 oder 50 erlaubt ist. Und was hier in Deutschland zurzeit noch erlaubt ist, würde zum Beispiel in Nordkorea jetzt schon mit Arbeitslager bestraft. Außerdem kennen Sie all unsere sozialen Vernetzungen en Detail und könnten mich somit überall finden. Und das wissen natürlich auch diejenigen, die den verfolgten Unterschlupf gewähren. Also stoppt die NWO, New World Order, informiert und glaube weder den Lügen der Herrschenden noch deren Propagandaapparat. Den Top-Politikern, die Befehle von oben durchpeitschen, meinen es in der Regel nicht gut mit mir, sondern erzählen mir erstmal, was ich vermeintlich hören will, damit wenigstens deren Arbeitsplatz gesichert ist. Hinterher stelle ich dann in den allermeisten Fällen fest, dass deren Aussagen genauso wahr sind wie die Werbeversprechen von Red Bull. Ich bleibe kritisch. Danke. Danke, Olli. Wer das mit diesen Georgia Guidestones sich nicht vorstellen kann, googelt das einfach mal. Es gibt da Bilder, es gibt da Fotos, Dokumentationen, YouTube-Videos drüber. Auch von den siedlungsleeren Gebieten gibt es Karten, wo man nachgucken kann. Und die USA ist dann wirklich zu 95